Am vergangenen Samstag die Sekundenjagd am Krippenstein statt. Wolkenlos und mit 40 cm Pulverschnee präsentiert sich der Krippenstein. Der Kurs auf der Variante Schönberg verlangt den 63, teils auch internationalen Fahrern, alles ab. Die Strecke erweist sich als schnell und ziemlich kräfteraubend. Manuel Wittmann, der im ersten Lauf noch klar an der Spitze liegt, wird im zweiten Durchgang von dem Gosauer Michael Wallner auf den zweiten Platz verwiesen. So gewinnt Wallner vor Wittmann und Patrick Ambrosch vom BSFZ Obertraun. Die führende FIS-Rennläuferin Barbara Schmiederer ist First Lady of the Race und kann sich über einen nagelneuen Bodyglow-Rückenprotektor freuen. Mit einer fabelhaften Zeit erreichte Schmiederer den hervorragenden 11. Platz. Der Sieger von 2011 und somit Favorit, Willi Weißborn, stürzte im ersten Lauf unglücklich und konnte somit seinen Titel verletzungsbedingt nicht verteidigen. Bis auf ein paar kleinere Blessuren verletzt sich bei der diesjährigen Sekundenjagd aber niemand schwer, was auch der hervorragenden Absicherung der Bergrettung Obertraun zu verdanken ist.